Hey meine Lieben, hier ist Stella Dines Winkler. Ich habe die letzten Monate die Rolle der Svenja Steiner bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gespielt. Mir gehört eine Produktionsfirma. Wir produzieren vor allem Shows. Fürs Fernsehen? Hauptsächlich für Streamingdienste. Und ich wollte mich noch mal ganz kurz melden und muss mich leider verabschieden, weil Svenja den Kollekiez verlassen wird. Da hast du aber Glück gehabt. Normalerweise darf ich Kinderin. Wieso? Habt ihr was zu verbergen? Ich hatte eine wirklich fantastische Zeit, also mit allen Leuten, in allen Gewerken, mit den Kolleginnen und Kollegen. Und nee, die Arbeit hat mir großen Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt hier. Schon mal über eine eigene Kochshow nachgedacht? Hallo da draußen und willkommen zurück beim Kostwerk. Ja, wir haben es halt drauf. Und ich glaube, Svenja, die war auch ganz happy. Wir machen weiter, ohne dich. Ich glaube, Svenja hat dir gar nicht erzählt, dass ich im Knast war. Geht sie das was an? Wenn er rauskommt. Dann muss sie eben damit leben. Es gab schon Momente, wo ich dachte, oh weh, da muss ich schon ganz schön kramen, weil ich persönlich als Stella moralisch gesehen diese Dinge niemals tun würde. Aber das war auch der Reiz daran. Das sind 2x25 Folgen? A2500? Was meint mit dem ganzen Schotter? Soll ich den sparen? Die dunkle Knastvergangenheit von Starkoch Erik Fritsch. Wie findet das deine Medienschnatze? Du hast mich verarscht. Ich war immer ganz geradlinig mit dir. Du bist raus. Also sie ist ja doch dann eher, wenn man jetzt in Gut und Böse, würde sie ja eher doch ein bisschen zur böseren Fraktion gehören. So, und das war schon interessant und mal was anderes. Hast du einen Moment? Nee. Es geht um die Show. Ich fand auch den Aspekt der Rolle insofern interessant, dass es in der Branche hier ganz und gar nicht, das kann ich wirklich aus tiefster Seele sagen, dass man hier wahnsinnig gut behandelt wird und es sehr familiär und schön ist. Aber es gibt auch andere Orte und ich glaube, dass so Leute wie die Svenja auch in dieser Welt rumlaufen. Und auf einmal ist Knacki wieder geil, oder was? Du bist ehrlich und du stehst zu dir. Aber darf ich meine Vergangenheit aussprechen? Du bist ein Vorbild. Okay, ich bin dabei. Die Frage ist aber auch, ist es immer nur eine Svenja, die verantwortlich für das Unheil ist? Oder auch, inwieweit haben die Leute, die sich auf sowas einlassen, die sagen, oh, ich könnte hier eine Berühmtheit werden, ich könnte Geld verdienen, dass die sich darauf einlassen, dass sie ja auch eine gewisse Mitschuld dann an der Misere tragen, weil sie sich darauf einlassen. Ich denke, du bist ein Star mit einer eigenen Show und so. Du siehst aber immer noch so scheiße aus wie früher. Ja, ich bin ja auch immer noch der Fritsche from the block und so. Ne? Also das als ein Aspekt in einer Serie, die einfach viele Themen behandelt, die aktuell sind oder die halt ja so auf der Welt passieren, finde ich, ist das auch noch mal, finde ich, sollte man auch noch mal unter diesem Aspekt vielleicht drauf schauen. Wie wäre es morgen mit einem Gast? Also ich dachte an deine Freundin. Svenja sagt, wir müssen den Fans was bieten. Jetzt kriegt sie ihre Story. Wie lebt es sich mit der Frau zusammen, die den eigenen Bruder erschossen hat? Stopp. Aus. Sag mal, hast du sie noch alle? Das ist eine Hammer-Story. Du als V-Mann und deine Freundin erschießt deinen Bruder. Vergiss es, das war's. Die Show muss weitergehen. Wie verlässt meine Rolle den GZSZ-Kiez? Ja, mit Pauken und Trompeten, würde ich mal sagen. Es wird heiß zur Sache gehen. Und ich hoffe, Svenja hinterlässt nicht zu viel verbrannte Erde. Wenn Erik durch deine Scheiß-Show hier auch nur ein Problem bekommt, mache ich dich fertig. Dann kannst du selber mal sehen, wie interessant, wie entertaining es hinter Gittern ist. Das war's von mir. Und nicht vergessen, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Montag bis Freitag, 19.40 Uhr bei RTL oder jederzeit auf TV Now. Aber die Konventionalstrafe hat's in sich. Guck gerne noch mal in deinem Vertrag nach. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken. Und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Ach so. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken.